Und ich sage Hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Commentary. Lange gab es keins, es wurde Zeit. Und natürlich bin ich, wie bei den Commentaries gewohnt, nicht allein. Der Krümel-Chris ist da. Hallo. Hallo. Und das Thema, was wir heute ein bisschen bequatschen wollen, hat überhaupt gar nichts mit YouTube zu tun, ausnahmsweise. Es soll um die Pegida gehen. Wie wir zu dem Thema gekommen sind, ist vielleicht noch interessant, oder? Du hast, ja, als ich das geschrieben habe unter dem Video, wo du gesagt hast, Mensch, wie sieht's mit Commentaries aus? Und da habe ich doch geschrieben hier zu dem Thema, würde ich gern was machen. Und da hast du gleich geschrieben, ja, da habe ich auch Interesse dran. Das heißt, du hast dich ja damit schon auseinandergesetzt, bevor wir uns entschieden haben, das Commentary zu machen, ne? Ja, ich bin ja generell, was wahrscheinlich die wenigsten von meinen Leuten auf YouTube wissen, ich bin generell ein relativ politischer Mensch. Ich mache auch selber in der Politik mit in gewissem Maß. Deswegen sind politische Gesprächsthemen natürlich immer für mich da. Also ich bin da auch immer informiert und sowas und habe da meinen Ehrensenf, den ich dazu beitragen könnte. Okay, das heißt, du bist, also wenn du sagst, du bist da politisch unterwegs auch und aktiv, bist du wahrscheinlich in irgendeiner Partei auch, oder? Ja, das bin ich auch. Okay, ja gut, ich auch. Na, ist ja prima. Dann, weil ich bin auch, also ich bin grundsätzlich politisch interessiert. Natürlich interessiert mich nicht alles, aber das meiste interessiert mich dann halt doch, ne? Und um Pegida ist man ja einfach nicht drumherum gekommen. Und jetzt gerade nach den Anschlägen in Paris habe ich dann schon da gesessen und überlegt, spielt denen das jetzt in die Hände oder nicht? Und deswegen war mir das Thema, weißt du, deswegen kam mir das so in den Sinn. Da habe ich gedacht, da könnte man vielleicht drüber sprechen. Seit wann verfolgst du das mit der Pegida schon? Seit die ersten Demos losgingen. Ich meine, man muss immer so ein bisschen vorsichtig sein, wo Demos stattfinden und zu welchen Themen. Und ich bin auch oft selber auf Demos. Von daher, wenn irgendwas stattfindet, dann sollte ich darüber wissen. Und halt bei so einem Thema, was auch eine Außenwirkung hat für Deutschland, finde ich das natürlich besonders interessant, weil das ja jetzt nicht nur was ist mit hier beispielsweise die Stuttgart 21-Demos sind jetzt im Ausland nicht so besonders gut angekommen, weil das halt was rein Internes ist. Aber wenn halt Deutschland darüber diskutiert, wie wir mit Leuten verfahren, die nach Deutschland reinkommen wollen, ist das natürlich eine Sache, die auch eine Außenwirkung hat. Und das finde ich immer sehr interessant. Ja, die ersten Demonstrationen waren im Oktober 2014, ne? Ja, ich glaube auch. Na, also so um den Dreh muss das gewesen sein. Und da ging es tatsächlich auch hauptsächlich nur so um die Einwanderungs- und Asylpolitik. Ich habe das nicht mehr genau im Kopf, wie das eigentlich losging. Weil das am Anfang tatsächlich, das muss ich zu meiner Schande gestehen, natürlich kriegt man das mit, ne, dass da sowas in die Richtung passiert. Und da war dann auch gerade noch mit AfD Theater und weiß ich. Und da habe ich gedacht, naja gut, weiß, die beruhigen sich auch wieder. Aber es ist ja keine Ruhe in Sicht. Und die haben ja einige Kernthemen in der Pegida, wo viele Leute drauf anspringen. Vielleicht machen wir einen kurzen Anriss, was die eigentlich wollen. Was ist denn so das Erste, was dir einfällt, wenn du so Pegida hörst, was die eigentlich, wofür die auf die Straße gehen? Weiß nicht, da gibt es, glaube ich, so zwei verschiedene Wahrnehmungen. Es gibt einmal so die öffentliche Wahrnehmung, dass die halt so für eine Verschärfung des Einwanderungsrechts sind und dafür, dass man die deutsche Kultur, beziehungsweise das heißt ja da nicht deutsche Kultur, sondern die christlich-jüdische Kultur schützen will. Ja, was halt so wahrscheinlich das Hauptthema ist, was man irgendwie nach außen hört. Für jemanden wie mich sind immer so, wenn irgend so eine Gruppe sich bildet, dann schreiben die auch Sachen auf, die sie fordern. So ein Forderungskatalog oder so eine Art Thesenkatalog. Und hier gibt es ja halt auch so ein Manifest, was die gewissermaßen aufgeschrieben haben. Das ist halt eigentlich das, was mich dann nachher mehr interessiert, weil das eher darstellt, was die Gruppe wirklich will. Als jetzt das, was man irgendwie in der Zeitung liest oder sowas. Ja. Was sich halt oft so um einzelne Personen kreist. Also zum Beispiel zu dem Herrn Bachmann, der da so Hauptinitiator und sowas ist. Da fand ich schon Ende letzten Jahres fand ich das von den Medien ein bisschen seltsam, dass sie sich so sehr auf diese Person eingeschossen haben, wenn es eigentlich viel wichtiger wäre, sich thematisch mit den Leuten auseinanderzusetzen, anstatt zu sagen, ja, der Hauptorganisator war mal im Knast und ist sowieso irgendwie ein bisschen seltsam und sowas, ne? Ja, ich habe so den Eindruck gehabt, also ich meine, da sind ja viele Sachen, die da einfach bei denen so angesprochen werden, zum Beispiel so diese Nulltoleranzpolitik, ne, bei straffälligen Asylbewerbern. Und dann haben sie doch
diese Frauen, dass sie das Frauenfeindliche nicht mehr haben wollen. Das sind ja alles Sachen, das klingt ja, also wenn du dich nicht näher damit auseinandersetzt, klingt es ja prinzipiell vernünftig. Ja, also was da so kommt. Also ich meine, wenn man hört irgendwie, ja Mensch, die Zuwanderung muss irgendwie gesteuert werden, vielleicht über ein Punktesystem, wie Kanada das auch macht, oder wieder Einreisekontrollen müssen wir verstärken. Und ich glaube, das ist was so ein bisschen den Zahn der Gesellschaft getroffen hat. Nicht umsonst ist ja auch die AfD zum Beispiel, hat die so einen Boom erfahren. Ne? Das gibt einfach Themen in Europa, kann man sagen, ist ja nicht nur Deutschland, diese Entwicklung kann man in ganz Europa beobachten, wo die Leute dann einfach sagen, ja, das stimmt, und ich will das gerne anders haben. Und ich glaube, das ist so der Punkt, warum die Pegida letzten Endes so einen Zuwachs erfahren hat auch. Ja, weil das stimmt. Vernünftig also klingt, ne? Ja, da gab es irgendwie in den letzten Jahrzehnten fast schon, gab es irgendwie so einen Mangel an mal einer großen allgemeinpolitischen Diskussion zu bestimmten Themen. Zum Beispiel zu Zuwanderung, zum Thema, wie verfahren wir, wenn jetzt auf einmal Leute kommen, die eine komplett andere Religion haben, als wir das hier vor Ort haben. Das wurde halt immer so unter den sprichwörtlichen Tisch gekehrt, ja. Ja. Und da gab es halt keine große allgemeinpolitische Diskussion zu. Es gab halt so ein bisschen so ein Rumrumoren in bestimmten Schichten. Mhm. Aber generell war halt so die etablierte Meinung, die auch viele vertreten haben, dass man da offiziell gar nicht drüber reden darf, weil wir sind ja Deutschland, wir haben den Zweiten Weltkrieg verbrochen. Deswegen sollten wir uns da nicht so sehr drüber aufregen. Und das hat eine Weile anscheinend dabei geholfen, dass viele Leute einfach stillgehalten haben. Aber es wurde halt nie darüber diskutiert. Und das ist halt, auf lange Sicht kommt das irgendwann wieder hoch und dann sind wir jetzt, wo wir jetzt sind. Ja, ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, das muss ich leider sagen, dass so diese ganzen Themen insgesamt von der Regierung und den großen Parteien so klein gehalten wurden. Also das ist so mein subjektives Empfinden natürlich nur, ne? Ich weiß ja nicht, was die da intern in Berlin so reden, ne? Man kriegt ja auch nicht alles mit, aber es ist schon so, dass ich so gedacht habe, ja Mensch, merken die nicht, dass sich irgendwas bewegt in der Gesellschaft, ja? Und man da vielleicht hin muss. Also ich meine, dadurch, dass sich die CDU, CSU immer weiter in die Mitte orientiert hat, sind einfach auch Leute auf der Strecke geblieben, ne? Die sich dann umorientiert haben. Und das sind so Sachen, wo ich gedacht habe, irgendwie versäumt es, glaube ich, tatsächlich die Politik, diese Themen anzusprechen. Ja, und daraus entwickelt sich halt dann in den letzten 10 Jahren so eine größere allgemeine Lethargie, will ich das jetzt mal nennen, wo halt Leute so bei zum Thema Wahlen gesagt haben, ja, ist doch eh egal, was ich da wähle, die machen doch eh alle das Gleiche. Und man sieht das auch an der Wahlbeteiligung, dass die in den letzten Jahren immer weiter runtergegangen ist. Und obwohl es durchaus interessante Themen hätte gegeben, mit über die Leute halt ihre Meinung hätten kundtun können, aber es passiert halt einfach nicht. Also was mich halt sehr wundert, ist, dass das Ganze ist ja entstanden in Sachsen, ne? Also da ist das Ganze ja irgendwie losgegangen mit der Pegida und genau da sind im Vergleich, also zu Deutschland, total wenig Muslime und so unterwegs. Ja, das finde ich komisch. Wie kommt das? Also ich finde, das klingt nicht komisch. Ich finde, das ist nur so ein scheinbarer Widerspruch. Ich glaube, viele Probleme in Hinsicht auf wie man andere Menschen wahrnimmt, regeln sich, wenn man ein bisschen mehr Kontakt mit anderen Menschen hat. Ja? Wenn man zum Beispiel ins Ausland geht, oder ich war jetzt auch im letzten Jahr mehrere Male im außereuropäischen Ausland und da lernt man halt auch mal andere Leute kennen, von denen man vorher immer nur so gehört hat oder vielleicht ganz Extrembeispiele in irgendwelchen Videos gesehen hat oder in Nachrichten. Aber die repräsentieren halt auch gar nicht, wie die Leute an sich sind. Deswegen glaube ich nicht, dass das ein Widerspruch ist, sondern ich glaube, gerade weil der Anteil an Muslime in Sachsen so gering ist, haben die Leute quasi keinen richtigen Bezug zu irgendwelchen Personen, die sie wirklich kennen, die diesem Glauben angehören. Und deswegen wird das halt alles so komplett überdreht dargestellt. Ja, und hast du so den Eindruck nach diesen Anschlägen in Paris jetzt, dass das die Pegida dann aufgegriffen hat, um dann noch mehr Angst zu schüren? Denn ich meine, was man natürlich schon, wenn man da so ein bisschen reinhört bei denen, kriegt man mit, ich habe so das Gefühl, es wird ganz viel mit so Angstmachen gearbeitet, ne? Und mit so, ja, und die hierher kommen, die kriegen alles, weißt du, und unsere armen alten Leute, die können sich nicht mal Christstollen leisten, weißt du, alles solche Sachen,
die da so, und glaubst du, das ist so auf, wird jetzt so aufgegriffen? Weil ich meine, die haben ja nun auch schon gesagt, ja, wir haben es euch ja gleich gesagt, ne? Das ist so das Erste. Wir haben es ja gesagt. Und meinst du, das wird da jetzt nochmal, um noch mehr Panik zu machen, genutzt werden? Ich denke schon, dass sie das versuchen werden aufzugreifen, weil das spielt ihnen ja schon so gewisserweise in die Karten. Aber ich hoffe auch, dass das als Chance genutzt wird von den anderen politischen Parteien, jetzt mal über so bestimmte Themen anzufangen zu reden. Also man muss ja nicht gleich alles komplett ablehnen, aber man sollte halt mal so einen großen gesellschaftlichen Konsens finden zu bestimmten Themen, die einfach nicht mit den Bürgern selber diskutiert wurde, wo halt Politiker aus diversen Gründen einfach Sachen festgelegt haben, die möglicherweise sinnvoll sind, aber von den Leuten das halt nicht so wahrgenommen wurde. Und deswegen, ich denke schon, dass Pegida das aufgreifen wird. Aber ob das jetzt dazu führt, dass da mehr Leute hingehen aus Angst oder so, da hoffe ich auf das Beste, dass die Leute da sich ein bisschen kritischer damit auseinandersetzen und Ja, sich nicht nur von Angst leiten lassen gewissermaßen. ich glaube, das Problem ist einfach auch, dass du in den Medien, also so dieses kritische Auseinandersetzen, ich glaube, das fehlt in Deutschland tatsächlich ganz, ganz oft, ne? Weil so wie du schon gesagt hast, es sind ganz viele Leute einfach der Politik müde und überdrüssig, ne? Man hat so das Gefühl, man kann sowieso nichts ändern und ne, also so und von den Medien wird das dann auch, also es gibt immer nur so ein Schwarz und Weiß, sich ein Kritisches damit auseinandersetzen. Und das ist ja das, was eigentlich die ganze Zeit bei den Themen insgesamt gefehlt hat. Das findet in Deutschland gar nicht statt. Also entweder wird es verteufelt oder Punkt. Ja? Oder es wird totgeschwiegen. Aber dass man sich da kritisch mit auseinandersetzt, das gibt es so, finde ich, für mein Gefühl, relativ wenig. Ja, das gibt es halt immer nur in sehr kleinen, isolierten Gruppen und dann halt auch nur auf sehr extreme Weise. Und das ist halt nicht der richtige Weg, finde ich. Also man muss halt da so im größeren Kreis mal darüber reden. Und dabei können so Sachen, wie wir jetzt da gerade Entwicklung von haben mit Pegida und diversen anderen Sachen, können da vielleicht langfristig helfen. Aber natürlich müssen wir jetzt kurzfristig da mal uns mal alle auf den Hosenboden setzen und mal vernünftig, konstruktiv da über bestimmte Sachen reden. Ja, ich meine so, also spätestens als man gemerkt hat, dass die internationale Presse das ja auch aufgegriffen hat, ne, dieses ganze Pegida-Thema. Also das ist, ob das Le Monde war oder New York Times oder Times in Großbritannien oder weiß ich was. Na, also es sind ja ganz, ganz viele Medien gewesen, die das sehr wohl verfolgen und aufgegriffen haben. Spätestens da muss ich mir ja als deutscher Politiker irgendwo Gedanken machen und denken, nee, das ist jetzt ein Thema, da müssen wir einfach mal drüber sprechen, ne? Weil du ja auch sagtest, wenn das dann so weltweit irgendwie Auswirkungen hat, ist das für dich besonders interessant. Ja, ich sehe das auch. Ich habe sehr viel mit vor allem Amerikanern beruflich zu tun, auch in der Freizeit über diverse Spiele, die ich mich im Internet spiele. Und da habe ich auch in den letzten Wochen viel mit Amerikanern geredet, bei denen ich zusammen in einem Spiel in einer Gilde bin gewissermaßen. Und einige davon halten sich in Europa und sogar in Deutschland auf, weil sie hier gerade ihren Dienst leisten und denen wurde nahegelegt, dass sie sich aus Dresden fernhalten sollen, weil das da gefährlich für sie sei. Was ich nicht glaube, dass es wirklich gefährlich für sie ist, aber es ist halt für die Außenwirkung Deutschlands ist das ziemlich, ziemlich, ziemlich katastrophal, wenn das so rüberkommt. Ja, es ist halt so schade. Ich hatte so den Eindruck, ein bisschen nachdem die Weltmeisterschaft, hier die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland gewesen ist, wird Deutschland so wahrgenommen, wie es eigentlich ist, ne? Also Deutschland wurde ja schon immer irgendwie relativ verschroben wahrgenommen. Und ich hatte den Eindruck, es ist besser geworden. Und jetzt durch diese Pegida-Sache verschiebt sich das wieder, ne? Also ich glaube, in der New York Times stand auch irgendwie drin, dass das, also dass es in Dresden halt der Fall ist, dass die da so stark sind und dass das da Ganze losgegangen ist wegen dieser kommunistischen Vergangenheit und so. Ne? Da wird es noch so in diese Richtung geschoben. Aber ich glaube, da wird auch wirklich, es wird einfach sehr, sehr kritisch geschaut. Ne? Also was so in Deutschland jetzt passiert, logischerweise. Ich meine, wir haben ja nun mal durch den Zweiten Weltkrieg haben wir unseren Stempel, ne? Und ich glaube, da wird doppelt kritisch hingeschaut, wenn sowas stattfindet hier. Ja, also das hat sich schon, also das ist mir auch mit da, wo du gerade von der Fußballweltmeisterschaft redest, ist mir das auch wieder aufgefallen mit vor dieser Fußballweltmeisterschaft in Deutschland, hast du jemals draußen Deutschlandfahnen gesehen? Und wenn du welche gesehen hast, was war dein erster Gedanke? Ja, natürlich, das ist so. Also, das ist aber auch was, ich meine, Patriotismus ist ja.
Ich kann mich an eine Situation erinnern. Ich meine, ich bin ja jetzt auch keine 15 mehr. Und wir haben da in der Schule, das war irgendwie 9., 10. Klasse, ne? Haben wir irgendwie gesprochen, auch über verschiedene Nationalitäten und was das bedeutet, irgendwie als Ausländer in Deutschland zu leben und so, keine Ahnung. Und ich kann mich erinnern, also ich bin wirklich kein rechtsorientierter Mensch, überhaupt nicht. Und ich kann mich aber erinnern, dass ich irgendwie gesagt habe in der Klasse dann, ja Mensch, ich bin aber stolz, dass ich deutsch bin. Weißt du, dass ich hier geboren bin? Ohne irgendwie bösartigen Hintergedanken. Ne? Also nicht so, ne? So. Und ich weiß, dass ich richtig Ärger von der Lehrerin gekriegt habe. Weißt du, das wurde dir ja eingetrichtert. Du darfst nicht stolz darauf sein, aus welchem Land du kommst. Also nicht, wenn du aus Deutschland Nicht kommst, wenn du bitte. aus Deutschland kommst, wenn das die Amerikaner machen, wenn da in jedem zweiten Vorgarten, also jetzt übertrieben gesagt, da Flaggen rumstehen und sowas, dann ist das okay. Aber in Deutschland, nein, in Deutschland darfst du das nicht machen. Ja, also das war, also das ist wirklich was, wo ich mich in der Schule, wo ich mich zurückerinnere und denke, oh mein Gott, ja, also das ist, wird gleich immer Patriotismus, wird in Deutschland gleichgesetzt mit Rechtsextremismus. Ne? Und das hatte sich tatsächlich gebessert nach der Weltmeisterschaft. Ja, da gab es so einen neuen, so ein bisschen, sag ich mal, entspannteren Umgang mit dem ganzen Thema. So mit Ja. so, ja, es ist jetzt eine Weile her und zwar nicht schön, was da passiert ist, aber irgendwann müssen wir so jetzt auch mal so irgendwie damit abschließen und mal schauen, ob wir irgendwie vielleicht mal eine andere Rolle machen, als immer die Buhmänner zu sein, die sich aus allen möglichen Sachen raushalten wollen. Und in dem gleichen Zeitraum sind auch so andere Entscheidungen gefallen, wie mit, dass Deutschland wirklich Soldaten außerhalb Deutschlands stationiert hat, auf internationalen Einsätzen und solche Sachen, die halt passiert sind, aber wo es halt auch keine große gesellschaftliche Diskussion Ja. darüber gab, so was bedeutet das für uns jetzt eigentlich? Ja. Hast du denn so den Eindruck, also Pegida distanziert sich ja von diesem ganzen rechtsextremistischen Pulk, ja, obwohl die jetzt ja auch so mit Hooligans und ach, keine Ahnung, weiß ich, ne, da zusammengewuselt haben. Und zum Beispiel so in der Türkei hat irgendwie die Zeitung auch berichtet, das wäre jetzt der Aufstieg der radikalen Rechten in Europa und, ne, also es ist ja, kommt immer darauf an, wer das angeschaut hat. Hast du so den Eindruck, das stimmt, was die Pegida sagt? Also ist es so, dass die sagen, nein, wir sind nicht irgendwie, wir sind nicht rechtsextremistisch oder tendieren in die Richtung, sondern, also, hast du den Eindruck, das stimmt, was die sagen, oder? Ich glaube, da muss man sehr stark trennen zwischen vielen Verantwortlichen für den Ganzen und den Leuten, die da hingehen. Ich glaube, unter den Leuten, die da hingehen, ist der Anteil von Leuten, die wirklich unter neutralen Gesichtspunkten rechtsextremistisch sind, glaube ich, relativ gering. Aber da hat man oft hier so den Eindruck vom sprichwörtlichen Rattenfänger, dass halt da viele Leute, die ein bisschen von der allgemeinen Politik liegen gelassen wurden, da quasi wie beim Rattenfänger von Hameln aufgesammelt werden gewissermaßen Ja. und sich davon so von Worten ein bisschen verhunepiepeln lassen Ja, und genau da den ein, ja. das nicht kritisch genug hinterfragen, was sie da eigentlich machen und was da eigentlich die richtige Message ist, weil Oder manche der Sachen vielleicht sind auch nicht sicherlich hinter. erstrebenswert. Vielleicht wollen die das auch nicht hinterfragen. Ich habe so den Eindruck, dass manche Leute sehr froh sind, endlich ein Sprachrohr zu haben. Ja, das kann natürlich auch sein. Also das hat auch so ein bisschen gefehlt, dass so manche Leute ein Sprachrohr haben, sondern die waren halt einfach da, aber es gab halt nichts, wo die mal den Eindruck gehabt hätten, dass der sagt jetzt mal das, was ich denke. Ja, Ja, also genau. man denkt die ganze Zeit Sachen, aber es gibt halt niemanden, der das repräsentiert. Und jetzt gibt es so Ansätze davon und dann laufen wir gleich hinterher, ja. Ja, so den Eindruck habe ich einfach, ne? Also gerade, dass das, also mir ist das bei der AfD schon aufgefallen, als die Europawahl gewesen ist, ne? Da waren hier, ich wohne ja hier wirklich, weißt du, so Franken auf dem Dorf, ne? Also das ist ja wirklich so ganz große Katastrophe. Und ich habe das mitgekriegt, dass da Leute Wahlplakate von der AfD sich an die Häuser und in die Fenster geklebt haben. Nicht, weil das alles toll ist, was die machen wollen, sondern weil ich so den Eindruck habe, die wollen, endlich sagt mal jemand was. Und so habe ich bei Pegida jetzt auch so den Eindruck, dass da ganz viele zu diesen Demonstrationen gehen, die dann sagen, endlich sagt mal jemand was. Ja, die Politik geht mir schon seit Jahren auf den Keks und endlich hat mal jemand ja, die Stärke dagegen anzugehen und zu sagen, ich finde es blöd. Ja.
Das glaube ich auch, ja. Ja, was meinst du, wie wird die Politik, also die Politik muss irgendwie darauf reagieren, ne? Also das ist ja nichts, was man jetzt irgendwie im Sande verlaufen lassen sollte. Was meinst du, wie wird die Politik darauf reagieren? Oder wie sollte sie reagieren, damit sich das Ganze wieder relativiert? Also ich finde, sie sollte darauf reagieren, dass man sich wirklich thematisch mit den Leuten auseinandersetzt und die nicht verteufelt oder in irgendwelche Ecken stellt, wo nicht wirklich alle von den teilnehmenden Leuten stehen. Also das, was halt auch immer wieder, was ich in den letzten Wochen ein bisschen kritisch fand, dass halt viele Politiker, die sich zu dem Thema geäußert haben, das gleich extrem überambitioniert gemacht haben und gleich quasi den Untergang eines demokratischen Meinungsbildungsprozesses heraufbeschworen haben, weil es jetzt solche Leute gibt, sondern man sollte halt wirklich mit den Leuten reden und dann muss man darauf vertrauen, dass Leute intelligent genug sind, dass wenn man mit ihnen darüber redet und ihnen klar macht, wie bestimmte Sachen funktionieren, dass sie von alleine irgendwann drauf kommen, dass es vielleicht tatsächlich eine bessere Lösung gibt als die ihnen jetzt wahrscheinlich gerade vorschwebt und man dann halt einen allgemeinen Konsens findet. Ob das nachher wirklich gemacht wird, ist natürlich eine Frage. Ob das gut wäre, wenn das nicht gemacht wird, ist eine ganz andere Frage. Oder ob es das Ganze noch schlimmer macht, da können wir, glaube ich, nur Mutmaßung anstellen. Ja, weil ich glaube, also irgendwas muss die Politik ja machen und natürlich sollten die Themen aufgegriffen werden, ne? Irgendjemand muss diese Themen in der Politik aufgreifen, denn anscheinend sind es ja Themen, die die Gesellschaft bewegt. Und du kannst ja nichts, was die Gesellschaft bewegt, unter den Teppich kehren. Das kannst du eine bestimmte Zeit lang machen und dann irgendwann stolperst du halt doch über dem, was unter deinem Teppich liegt. Ja, Das das stimmt. heißt, irgendwas muss die Politik ja machen in diese Richtung. Was glaubst du denn? Was die Leute, weißt du, was wollen die Leute denn eigentlich, die auf diese Demonstrationen gehen? Du meinst, neben dem endlich mal wahrgenommen werden, Ja, genau, dass was sie genau? Sorge haben um ihre Kultur? Ja, was könnte Das die ist Politik schwierig. denn machen? Weil ich glaube, das ist ganz schwierig. Was soll die Politik denn machen? Ich zum Beispiel bin, also weißt du, ich denke ja. Natürlich, weißt du, Deutschland ist ein reiches Land und natürlich müssen wir Asylbewerber aufnehmen und ich finde das alles auch richtig gut und richtig. Weißt du, ich stehe da eher sehr, weißt du, auf so einer linken Seite, ne? Und sag, ja, natürlich, weißt du, wir haben so viel Geld und es geht so vielen Leuten so schlecht. Ich finde es gut, wenn wir denen was abgeben. Was ich schlecht finde, ist, dass vielen Deutschen nichts abgegeben wird, ne? Also ich finde da einfach die Verteilung ein bisschen ungerecht. Nur welche Partei soll sich darum kümmern? Das finde ich halt schwierig. Weißt du, was müsste denn die Politik tun, damit die Leute sagen, nee, die Demonstrationen sind jetzt eigentlich unnötig geworden? Ja, die Politik müsste versuchen, da sanfte, behutsame Änderungen einzuführen an dem, wie bestimmte Sachen laufen und wie auch bestimmte Sachen dann wahrgenommen werden. Aber was das jetzt im Detail ist, das wird, glaube ich, eine interessante Frage, die wir jetzt, glaube ich, nicht so richtig beantworten können. Also mir fällt da jetzt zumindest keine Patentlösung ein. Natürlich könnte man irgendwie Mittel auf der einen Seite kürzen und auf der anderen Seite mehr bringen, aber dann ist die Frage, löst man damit wirklich das Problem, das man hat? Also ich glaube nicht. Viele Probleme kann man halt nicht so richtig damit lösen, Ja. dass man irgendwie Geld von A nach B verschiebt. Ja. Ich glaube, die beste Lösung da in dem Feld wäre wirklich, dass man so generell generell anstreben muss, so eine Änderung von der Wahrnehmung, wie man Ausländer wahrnimmt. Weil Ja. wenn man allein schon diesen Begriff Ausländer hat, der ist ja schon relativ negativ Ja. vorbelastet. Ja? Das sind welche, die gehören gar nicht hierher, die sind jetzt aber irgendwie hier. Das ist ja Ja. so wahrscheinlich die normale Wahrnehmung von diesem Begriff. Ja. Und man muss es irgendwie schaffen, dass dieser Begriff anders wahrgenommen wird, dass es einfach Leute sind, die hier ihr Glück versuchen wollen und halt auch da genauso Chancen haben sollen wie die Deutschen auch. Also es soll natürlich jetzt nicht Deutschen schlecht gehen, das will ich absolut nicht. Ja, aber man sollte irgendwie versuchen, möglichst gleiche Chancen für alle Leute zu haben, egal wo die herkommen. Und dann kommt man auch besser mit denen zurecht. Also generell muss man so vielleicht nochmal versuchen, das mit der Integration ein bisschen zu verbessern, weil es ja anscheinend die Wahrnehmung gibt, dass es teilweise sehr isolierte gesellschaftliche Kreise gibt unter bestimmten Einwanderungsgruppen. Ich Ob glaube, das es wirklich so werden die ist, ist. Chancen auch immer nicht so wahrgenommen, oder? Also ich habe das gemerkt, wir haben hier bei uns im Dorf, da, weißt du, wir haben ja auch so Notunterkünfte jetzt eingerichtet, ne? Und da ist ganz viel gewettert worden, weißt du, weil das ja alles ganz fürchterlich ist und ganz schrecklich und wir sind ja nur so ein kleines Dorf und so. Und das Erste, was mir eingefallen ist,
ist, ja, ist ja eigentlich cool. Wenn hier jetzt irgendwie 400 Leute herkommen, ist es für die Wirtschaft, für den Einzelhandel doch eigentlich eine tolle Sache. Ja, wenn die hier bleiben und es denen hier gefällt, warum nicht? Ne? Also ich meine Also das ist doch natürlich. eigentlich, ist es doch gut, wenn hier Leute herkommen. Also, ne? Also ich habe Ja, dann da gesessen und würden sich die verstehe Leute. nicht, was die Leute sich dann aufregen. Ich persönlich verstehe es einfach nicht. Ja, die würden sich wahrscheinlich nicht aufregen, wenn das jetzt Leute aus dem anderen Teil Deutschlands wären, die jetzt hierher gezogen wären, aber halt noch nicht geschafft haben, hier neue Häuser zu bauen, deswegen halt in so einer Großwohnung unterkommen gewissermaßen. Da würden sich, glaube ich, wesentlich weniger Leute drüber aufregen, als wenn das jetzt sagen, ja, jetzt haben wir hier Flüchtlinge. Ja, Ja, das ist. das ist wohl wahr, ja. Ja, okay. Ich möchte jetzt natürlich gerne in den Kommentaren dazu am liebsten eine ganz spannende Diskussion, was ihr glaubt, was müsste passieren, was ihr glaubt, was möchte die Pegida wirklich? Wart ihr vielleicht schon auf Demonstrationen davon oder auf Gegendemonstrationen? Es gibt ja auch immer diese Gegendemonstrationen noch. Wie ist das Thema in eurem in eurem Umfeld, wie wird es aufgegriffen? Und ja, ich bin sehr gespannt, was da dann bei rauskommt. Ja, ich würde auch jedem mal empfehlen, wirklich das Manifest von der Gruppierung zu lesen. Also das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die oft ein bisschen Probleme verursacht, dass Leute halt sich über Zeitungen informieren und die auch wahrscheinlich vernünftige Inhalte bringen. Aber man sollte auch manchmal lesen, was die Leute wirklich selber schreiben und sich damit kritisch auseinandersetzen. Deswegen lest doch mal das Positionspapier der Pegida. Es sind nur 17 Punkte und ein paar Sätze, ist nicht so viel. Ja, ich pack das unten, ich pack den Link auch einfach unten in die Infobox rein. Dann braucht man nicht lange danach googeln, dann hat man das einmal zum Anklicken. Und ja, jetzt danke ich dir sehr, dass du Zeit für mich hattest. Ja, kein Problem. Und ja, sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.